Willkommen zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video die Lösung zu Übungsblatt 4 an. Und hier ging es eben um den Shop zur goldenen Rose. Und gleich am Anfang. Diese Aufgabe habe ich aus einem sogenannten Kata abgeleitet. Kata sind kleine bis mittelgroße Programmierübungen im Üblichen. Und damit kann man eben bestimmte Design-Patterns oder Vorgehensweisen beim Programmieren eigentlich üben. Und die ursprüngliche Idee ist eben The Gilded Rose Kata und soll eigentlich Refactoring für, also ein kleines Beispiel für Refactoring letztendlich sein. So, und hier sehen wir trotzdem nochmal die Angabe für dieses Kata oder diese Aufgabe 1 eben hier. Wir sind eben jetzt neuer Softwareentwickler bei einem kleinen Shop, der in Azeroth eben angesiedelt ist, und da kommen Helden zum Einkaufen. Und bis jetzt ist eben ein System eingerichtet, das das Inventar des Shops aktualisiert, und dieses wurde aber eben nur in einer Nacht- und Nebel-Aktion entwickelt, und der Entwickler, der vorherige, ist auch weg. Wir möchten eben, oder unsere Chefs möchten, dass wir dieses System pflegen, und dazu sind hier nochmal alle Anforderungen, die wir hier eben aufgeführt haben. Also alle Artikel haben einen verbleibenden Haltbarkeitswert, der eben die Anzahl an Tagen angibt, bis zu dem Zeitpunkt der Artikel jeweils verkauft werden muss. Wir haben eben einen Qualitätswert, der anzeigt, wie wertvoll die Ware ist. Daraus wird sich dann wahrscheinlich auch der Preis letztendlich ergeben. Und wir wissen eben, dass am Ende eines jeden Tages sich beide Werte um 1 verringern für jeden Artikel. Dann gibt es aber folgende Ausnahmen. Sobald das Verkaufsdatum eben abgelaufen ist, verringert sich die Qualität eines Artikels doppelt so schnell. Das heißt, wir müssen dann eben 2 abziehen. Dann haben wir den Qualitätswert eines Artikels, der kann niemals negativ werden. Also er geht quasi bis 0 und das war's. Dann haben wir eben den Artikel Uralter Brie, der seine Qualität erhöht, je älter er wird, bis wahrscheinlich seine Haltbarkeit eben abgelaufen ist. Dann haben wir eben, die Qualität eines Artikels kann nie höher als 50 sein. Sulphoras ist ein legendäres Schwert, das niemals verkauft werden darf, und es verliert auch nicht an Qualität. Und die Backstage-Tickets erhöhen sich in der Qualität, solange das eben Haltbarkeitsdatum oder Verkaufsdatum hier noch nicht erreicht ist. Und zwar eben bei 10 oder weniger Tagen bis zum Ablauf eben plus 2. Und bei 5 oder weniger Tagen, wenn wir da dazwischen sind in diesem Zeitraum, plus 3. Und nach dem Verkaufsdatum fällt eben die Qualität auf 0. Und wir sollen eben dieses System warten. Da habe ich ja Source Code bereitgestellt, den Sie eben im GRIP-System finden. Und es gibt eben noch die zusätzliche Anforderung, dass verzauberte Ware doppelt so schnell verfällt wie ein normaler Artikel. Das heißt, wir haben hier standardmäßig minus 2 bei der Qualität, und wenn das Verkaufsdatum abgelaufen ist, dann sogar minus 4. Und wir sollen eben den Source Code so umstrukturieren, dass die Methode aktualisiere Artikelqualität in der Klasse Programm entschlackt wird. Und man soll eben nicht überlegen, ob es nicht Sinn macht, diese Methode in mehrere kleine Methoden zerteilen und in andere Klassen unterzubringen. Und wir sollen eben schauen, wie man Vererbung nutzen kann, um eben ein unterschiedliches Verhalten bei bestimmten Artikeln zu erzielen. Und diese unterschiedliche Funktionalität dann über eine Abstraktion ansprechen. Genau. Dann habe ich hier schon mal den Source Code für dieses Beispiel geladen.
Wir haben hier die Main-Funktion und die schauen wir uns direkt mal an. Also was wir sehen, wir haben hier ein Public-Feld, was schon mal gar nicht gut ist. Wir haben gesagt, standardmäßig sollten Felder, wenn dann private sein, wegen der Datenhoheit. Also das ist schon mal ein bisschen was, was uns am Grummeln hält. Dann gucken wir uns mal diese statische Main-Methode an. Was machen wir hier? Wir erstellen eine neue Instanz von Programm. Schaut zwar komisch aus, dass wir das hier machen, ist aber erstmal nicht verkehrt, dass wir eben innerhalb einer Methode von Programm diese Klasse auch instanzieren, das ist nicht verkehrt. Und dann setzen wir eben Artikel fest und sagen eben, es gibt hier eine Geschicklichkeitsweste, diesen uralten Brie, das Elixier des Mungos, Sulfuras, Schwert des Ragnaros. Und dann haben wir hier die Backstage-Tickets und eben hier einen verzauberten Mana-Kuchen, der als neuer Artikel reinkommt. Und dann, wenn wir dieses Objekt instanziert haben, rufen wir aktualisiere Artikelqualität darauf auf und dann geben wir diese Artikel aus. Und dann können wir ja auch mal schauen, was hier so passiert. Also wir sehen hier, wir haben die Geschicklichkeitsweste, hat eine Qualität von 19. Das sehen wir eben hier. Also die Qualität hat abgenommen, der uralte Brie, da hat die Qualität zugenommen. Wir sehen hier das Elixier des Mungos, da hat auch die Qualität abgenommen, das passt. Wir sehen aber bei diesem Beispiel auch, wenn ich das hier nochmal nebenan stelle, offensichtlich funktioniert etwas noch nicht. Und zwar, wenn die Aktualisierung durchgeführt wird, wir haben hier eine Haltbarkeit von minus 1, das heißt, der Source Code innerhalb dieser aktualisiere Artikelqualität Funktion, der funktioniert noch nicht so, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Denn wir sehen eben hier, dass die Haltbarkeit bei keinem der Artikel wirklich abgenommen hat. Wenn wir uns hier nochmal das mit dazu holen, dann sehen wir hier eben, die Geschicklichkeitsweste hat 10, die Haltbarkeit vom Brie ist bei 2, wir haben hier 5, minus 1, 15, 3 und wir sehen eben, dass sich hier bei diesen Sachen die Qualität noch nicht aktualisiert hat. Das heißt, das Erste, auf was man in dieser Aufgabe kommen muss, ist wohl, dass diese aktualisiere Artikelqualität Methode nicht korrekt ist. Das war der erste Punkt. Warum ist das gar nicht verwunderlich? Und wenn man sich mal die Struktur dieser Methode anschaut, dann benutzen wir hier anscheinend irgendwie eine For-Each-Loop und machen dann innerhalb dieser Schleife unglaublich viele Abfragen, die wirklich schwierig geschachtelt sind. Ich glaube, bis hierhin sollte es gehen. Und man sieht hier eben, also irgendwie wird erst überprüft, ist es nicht der uralte Brie oder diese Backstage-Tickets. Dann gucken wir, ob die Qualität größer 0 ist. Und wenn die Qualität ungleich Sulfuras Schwert des Ragnaros ist, dann wird hier irgendwie was von der Qualität abgezogen. Es könnte auch sein, dass hier eigentlich die Haltbarkeit gemeint ist, wenn ich mir das so anschaue. Obwohl, gute Frage. Also wir sehen, dieser Code ist ziemlich schwierig strukturiert. Und was wir aber eigentlich machen sollen, ist, dass wir diesen ganzen Wust an Abfragen, diese If-Else-Blöcke, so weit wie möglich aus diesem Code rausziehen. Und ich mache das wirklich nach ganz prekären Mitteln, nämlich mit diesem Punkt hier unten. Die erste Andeutung war ja, wir sollen uns überlegen, ob es nicht Sinn macht, dass wir diese riesige Methode, die wir hier haben, in mehrere kleine Methoden zerteilen und dass wir eben Vererbung nutzen sollen, um unterschiedliches Verhalten bei unterschiedlichen Artikeln zu erzielen. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn ich diesen ganzen Code, der anscheinend noch nicht mal richtig funktioniert, hier eben rausnehme, hier bloß noch diese For-Schleife habe, dann könnte ich sozusagen hier auf den entsprechenden Artikel zugreifen und einfach aktualisiere
Qualität aufrufen. Und der Artikel selbst ist dann eben zuständig dafür, dass er sozusagen seine Eigenschaften Qualität und verbleibende Haltbarkeit richtig aktualisiert. Dann können wir rein theoretisch auch eine For-Each-Schleife einsetzen, anstatt eben eine For-Schleife. Dann kann man es nämlich noch besser lesen. So. Und das ist schon mal die erste Umstrukturierung, die ich hier machen möchte. Dazu brauche ich natürlich irgendwie diese Methode aktualisiere Qualität auf dieser Klasse Artikel hier unten. Und diese aktualisiere Qualität Methode muss ja je nach Artikel unterschiedlich funktionieren. Also es macht jetzt auch nicht viel Sinn, dass ich einfach die ganzen If-Else-Konstrukte, die ich vorher in dieser Methode hatte, jetzt einfach hier unten in diese Methode schreibe und letztendlich bloß die For-Each-Schleife rausgenommen habe. Nein, was ich hier haben möchte ist, dass ich diese Klasse als Basisklasse sozusagen nutze, als Abstraktion, die eben diese Sachen bereitstellt, plus die Methode. Und andere Klassen können dann von dieser Klasse wiederum ableiten und hier unterschiedliche Funktionalität für unterschiedliche Artikel anbinden. Also das Erste, was ich mache, ist, dass ich hier eine abstrakte Methode einführe, die eben aktualisiere Qualität heißt. So. Wenn ich hier eine abstrakte Methode einführe, muss ich natürlich auch die Klasse als abstrakt kennzeichnen. Damit können wir diese Klasse nicht mehr einfach mit new instanziieren. Das sehen wir hier oben jetzt. Es ist verboten, abstrakte Klassen zu instanziieren. Warum? Weil eben einige Members noch nicht vorgegeben sind. Was wir aber machen können, ist jetzt von dieser Klasse ableiten. Und ich nenne hier diese Klasse beispielsweise Standardartikel. Und was ich hier in dieser Basisklasse auch noch implementiere, ist die Aktualisierung von Qualität. Das heißt, ich füge erstmal hier ein Feld ein für die Qualität. Und anstatt hier eine automatisch implementierte Eigenschaft zu haben, schaue ich eben, dass die Qualität hier eben beim Setzen noch überprüft wird. Wir wissen nämlich, dass die Qualität niemals kleiner als 0 sein kann. Das heißt, if dieser Value, der uns übergeben wird, eben kleiner als 0 ist, dann machen wir nichts. Ansonsten setzen wir eben dieses Feld mit dem uns übergebenen Wert. Genau das gleiche müssen wir eigentlich auch bei der verbleibenden Haltbarkeit machen. Hier erstellen wir uns eben ein entsprechendes Feld dazu. Und hier machen wir ein Setter, das eben, wenn dieser Wert größer 0 ist, dann setzen wir die verbleibende Haltbarkeit auf diesen übergebenen Wert. Ansonsten wird eben die verbleibende Haltbarkeit auf 0 gesetzt. Ich werde noch eine Sache machen, und zwar werde ich hier diese Qualität virtual machen, damit ableitende Klassen das noch überschreiben können. Das ist sozusagen eine Standardimplementierung. Auf was ich nämlich bei der Qualität auch noch achten muss, ist,
also hier der Qualitätswert kann niemals negativ sein, aber die Qualität eines Artikels darf auch niemals höher als 50 sein. Und was heißt das wiederum? Das heißt, wir können das hier auch nochmal umstrukturieren. Wenn eben dieser Value kleiner als 0 ist, dann setzen wir die Qualität tatsächlich auf 0 und machen dann einen Return. Und wenn eben der Wert größer als 50 ist, dann belassen wir die Qualität auf 50. Machen dann einen Return, ansonsten setzen wir eben die Qualität auf diesen übergebenen Wert. Und ich habe das Ganze eben als Virtual gekennzeichnet, damit diese Eigenschaft nochmal in einer anderen Subklasse eben überschrieben werden kann. Das brauchen wir nämlich, weil dieses unglaublich tolle Schwert hier oben, das hat standardmäßig eine Qualität von 80. Und wir müssen eben dafür sorgen in unserer Klasse oder in unserer Subklasse besser gesagt, dass das auch möglich ist. Dann lagere ich diese abstrakte Klasse Artikel auch gleich mal in eine neue Datei aus, damit wir die hier einzeln haben. Und genauso mache ich das mit dem Standardartikel. Und wir leiten jetzt hier eben von Artikel ab. Und wenn wir ja dann eben einmal aktualisiere Qualität aufrufen, dann müssen wir eben jetzt Qualität und Haltbarkeit anpassen. Das heißt, wir machen das im Prinzip erstmal so, indem wir sagen, verbleibende Haltbarkeit, davon ziehen wir eins ab. Und dann berechnen wir uns hier einen Wert für die Qualität. Hier gucken wir eben, ist die verbleibende Haltbarkeit kleiner gleich 0. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir eben 2 abziehen, ansonsten 1. Und dann sagen wir eben, die Qualität minus ist gleich dieser Wert für Qualität. Und damit haben wir eben den Standardartikel eingebaut. Das heißt, wir haben beachtet, dass am Ende eines Tages sich beide Werte um minus 1 verringern. Die Ausnahme ist aber eben, dass wir versuchen, das Ganze zu verringern, wenn die verbleibende Haltbarkeit eben abgelaufen ist, also wenn sie bei 0 oder kleiner ist, nicht nur um 1, sondern um 2 wird dann die Qualität hier verringert. Damit haben wir sozusagen den Standardartikel und der trifft ja zu eben auf unsere Geschicklichkeitsweste. Das heißt, wir schreiben hier nicht mehr diese Basisklasse Artikel, sondern hier Standardartikel. Und beim Elixier des Mungos trifft das genauso zu. Gut, wenn wir das haben, dann können wir uns eine andere Klasse bauen, die eben von Artikel ableitet. Und dazu könnten wir beispielsweise diesen uralten Brie nehmen. So, jetzt muss ich bloß gucken. Achso, hier habe ich ein Komma gemacht, das ist ein Fehler, ist natürlich. Wir könnten hier eben den uralten Brie nehmen. Und das ist eben ein älter während der Artikel. Das heißt, ich erstelle hier eine neue Klasse. Oder wir könnten den besser werdender Artikel nennen. Auch hier leiten wir von Artikel ab und müssen hier eben diese aktualisiere Qualität Methode implementieren. Und was wir hier eben machen, ist, dass wir genauso wie vorher
bei Standardartikel die verbleibende Haltbarkeit erniedrigen. Und dann müssen wir eben schauen, ob diese verbleibende Haltbarkeit wiederum kleiner gleich 0 ist. Wenn das der Fall ist, dann muss ich wahrscheinlich 2 abziehen, wenn ich mich nochmal hier an... Der Artikel uralter Brühe erhöht seine Qualität, je älter er wird. Ich nehme mal ab, an, aber dass eben der Qualitätswert eines Artikels kann niemals negativ werden. Und am Ende eines Tages verringern sich eben beide Sachen. Also es ist jetzt eigentlich hier eine widersprüchliche Angabe, ob der uralte Brie eben auch dann noch besser wird, wenn er abgelaufen ist. Ich gehe jetzt einfach mal aber davon nicht aus, weil es einfach ein Lebensmittel ist. Also das kann man aber auch anders machen, wenn man möchte. Ich sage ja einfach, wenn er eben abgelaufen ist, dann nehme ich minus 2, wie der übliche Wert. Ansonsten nehme ich eben die 1. Und dann muss ich eben die Qualität mit diesem Wert für Qualität eben nicht abziehen, wie im vorherigen Beispiel, sondern ich addiere hier diesen Wert für Qualität in diesem Fall hinzu. Nehmen wir noch diese Namespaces weg, die wir nicht brauchen. Und wir können dann eben dieser uralte Brie ist ein besser werdender Artikel. So. Dann haben wir hier eben Sulfuras, Schwert des Ragnaros, wie kann man das nennen? Er hat immer eine verbleibende Haltbarkeit von 0 und die Qualität bleibt bei 80. Das heißt, eigentlich müssen wir bloß eine Klasse bauen, die legendärer Artikel beispielsweise heißt. Wir leiten wiederum von Artikel ab. Oder überschreiben diese Methode hier. Und was wir hier eigentlich machen müssen, ist gar nichts. Es hieß ja bei diesem Schwert, das darf niemals verkauft werden und verliert auch nicht an Qualität. Das heißt, wir müssen hier eigentlich nicht wirklich die Haltbarkeit abziehen und stattdessen eigentlich müssen wir keine Aktualisierung machen, diese Qualität bleibt immer bei 80. Das heißt, wir nehmen hier einen legendären Artikel. Wir können hier auch eigentlich jeweils diese runden Klammern wegnehmen. Weil wir ja den Objektinitialisierungssyntax nutzen. So, und dann haben wir eben hier ein Ticket-Artikel, oder wir können das auch wirklich direkt Tickets nennen. Das heißt, ich mache wieder eine neue Klasse, nenne das Tickets. Leite hier wieder von Artikel ab, implementiere diese Methode und muss hier jetzt eben prüfen, wie das Ganze aussieht. Also, Backstage-Tickets erhöhen die Qualität, solange das Verkaufsdatum noch nicht erreicht ist. Wir erhöhen eben die Qualität um 2, wenn wir zwischen 10 und 5 Tage sind. Und zwischen 5 und 1 Tag ist es eben sogar plus 3 pro Tag. Ansonsten müssen wir aber die Qualität auf 0 setzen, wenn das Konzert sozusagen schon vorbei ist. Also wir überprüfen hier erstmal, oder wir erniedrigen wieder die verbleibende Haltbarkeit. Und was wir dann machen, ist eben, dass wir überprüfen, ob die verbleibende Haltbarkeit gleich 0 ist, oder kleiner gleich 0, um genau zu sein. Was wir dann machen, ist eben, dass wir die Qualität auf 0 setzen und dann gehen wir raus. Und ansonsten überprüfen wir eben, ist die verbleibende Haltbarkeit
eben kleiner als 5. Also eigentlich kleiner gleich 5, um genau zu sein. Dann müssen wir eben hier die Qualität plus ist gleich 3 rechnen und springen dann aus der Methode raus. Dann überprüfen wir, ob die verbleibende Hyperguide kleiner als 10 ist. Wenn das der Fall ist, erhöhen wir die Qualität eben um 2. Und haben wir hier noch was stehen? Ansonsten verfällt eben die Qualität ganz normal. Also wir sind bei 10 oder weniger Tage, bei 5 oder weniger Tage. Und wenn wir eben hier in irgendeinem Fall sind, dass die verbleibende Haltbarkeit 11 oder größer ist, dann sagen wir eben ganz normal Qualität minus minus und sind dann mit dieser Aktualisierung fertig. Hier habe ich noch einen Return vergessen. Und so würde sozusagen diese Ticket-Klasse aussehen. Die können wir dann hier auch einsetzen. New Tickets. Und was wir jetzt eben noch zum System hinzufügen sollen, das ist das Neue, ist dieser Artikel hier. Und im Prinzip verhält sich dieser Artikel wie ein Standardartikel, nur dass eben die Qualität doppelt so schnell abnimmt wie bei normalen Artikeln. Also wir könnten hier dann wiederum eine Klasse machen, die heißt verzauberter Artikel. Auch hier leiten wir wieder von Artikel ab, überschreiben die Methode. Setzen hier die verbleibende Haltbarkeit runter und was ich hier eben machen muss, ist, ich kann mir eigentlich sogar fast diesen Code hier kopieren aus Standardartikel. Wir sehen eben, wenn das der Fall ist, müssen wir hier eben 4 nehmen, ansonsten 2. Okay, damit haben wir das zumindest gelöst. Wir können dann ins Programm gehen und hier noch sagen, dass wir hier eben einen verzauberten Artikel haben. Und wo hier eben jetzt das Problem ist, was ich noch angeben muss, er sagt hier eben aus diesen Klassen, die hier in diesem Array angegeben sind. Man sieht hier, ich habe hier nicht explizit angegeben, dass ich einen Artikel-Array haben möchte. Das muss ich eben hier jetzt noch mit angeben, damit der Compiler eben den Typen für diesen Array auflösen kann. Das ist eigentlich im Vergleich zu dem, was der Compiler von C# sonst kann, ein bisschen komisch, dass er hier nicht merkt, okay, für dieses Feld ist ein Artikel-Array vorgegeben, können wir das nicht direkt einsetzen. Nee, hier müssen wir wirklich, weil wir eben nicht Artikel direkt nutzen, sondern Subklassen von dieser Basisklasse instanzieren innerhalb dieses Array-Initialisierungssyntax, dass wir hier eben noch explizit angeben müssen, dass dieser Array als Artikel-Array angesehen soll. Also was wir hier tatsächlich nutzen ist, die ist eine Beziehung für jeden dieser Artikel. Wir sprechen sozusagen für den Array alle diese Objekte über ihre Abstraktion hier oben an und letztendlich verbergen sich dahinter aber andere Objekte. Okay, dann können wir das hier auch wegnehmen. Wir haben ja schon Using System hier drin. Hier könnte man beispielsweise var schreiben, um das Ganze noch etwas kürzer zu halten. Und wir sehen jetzt eben, dass diese aktualisiere Artikelqualität-Methode sehr, sehr, sehr geschrumpft ist.
Und letztendlich ist eben jetzt der Artikel selbst hier zuständig, um jeweils diese beiden Eigenschaften Qualität und Haltbarkeit zu aktualisieren. Und das ist eigentlich auch, was hinter der Kapselung steckt. Eine Klasse sollte eben für seine eigenen Felder zuständig sein, und mit Methodenaufrufen auf diese Klasse kann man dann eben über bestimmte Logik, die festgelegt ist, diese Qualität und die verbleibende Haltbarkeit hier in diesem Fall eben ändern, ohne dass diese jemals falsche Werte annehmen können. So wie wir es vorher hatten in dieser ellenlangen Aktualisiere-Artikel-Qualität-Funktion, das hat eigentlich nichts mit Kapselung zu tun. Diese Aktualisiere-Artikel-Qualität-Methode sollte auch hier auf Artikel tatsächlich liegen, damit diese eben gemäß der Kapselung diesem Paradigma entspricht. Was jetzt auch natürlich toll ist, wir haben nicht mehr eine ellenlange Funktion, wo wir 2-3 Stunden brauchen, bis wir die wirklich durchsteigen, sondern wir haben hier eben diese Sachen in unterschiedlichen Klassen gekapselt oder diese Methoden entsprechend oder diese Funktionalität, diese unterschiedliche, in unterschiedlichen Klassen untergebracht, und wir haben hier auch keine unglaublich große Einzüge mehr. Die entsprechenden Methoden sind wirklich nur noch sehr knapp. Und wir sehen eben hier genau, was bei jedem einzelnen Artikel passiert. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze jetzt besser funktioniert als vorher, wenn wir dieses Programm jetzt ausführen. Dann sehen wir, hier habe ich offensichtlich noch irgendwo einen Fehler programmiert, weil wir haben jetzt überall eine Haltbarkeit von 0 Tagen. Ich nehme mal schwer an, dass ich mich da in der Eigenschaft in Artikel vertan habe. Schauen wir uns das nochmal an. Achso, ja, da ist der Fehler. Ich habe hier einen Return vergessen. So, und jetzt schaut das Ganze schon besser aus. Wir haben hier eben die Geschicklichkeitsweste, die ist jetzt wirklich bei 9 Tagen, nicht mehr bei 10. Genauso der uralte Brie. Hier haben wir eben das Elixier des Mungos, Schwert des Ragnaros. Das hat noch nicht funktioniert. Man sieht hier, ich habe hier auch noch einen Fehler. Der tritt eben auf, weil ich hier bei diesem legendären Artikel die Qualität nicht überschrieben habe. So. Und was wir hier einfach machen, ist, dass wir hier bloß überprüfen, if Qualität kleiner 0, Entschuldigung, Value kleiner 0, dann setzen wir eben die Qualität auf 0. Und ansonsten eben auf diesen Wert. Aber wir haben jetzt nicht mehr diese Beschränkung nach oben hin, wie es bei der Standardimplementierung in Artikel der Fall ist, sondern wir haben hier eben nur die Beschränkung nach unten, dass wir sicher gehen, dass dieser Artikel niemals kleiner als 0 ist, die Qualität. So, und dann versuchen wir es erneut und sehen hier, jetzt passt's. Dieses wunderbare Schwert ist jetzt bei Qualität 80, hat Haltbarkeit 0 Tage. Und eine Sache muss ich noch anpassen, denn es hieß ja auch, dass dieses legendäre Schwert nicht verkauft werden soll. Das heißt, ich könnte eigentlich auch dafür sorgen, dass dieser Artikel eben niemals angezeigt wird. Wie könnte ich das machen? Ich könnte eben überprüfen, ob dieser Artikel, ich hole mir einfach das hier mit getType, den Typen, und checke, ob das eben gleich dem legendären Artikel ist. Wenn das eben der Fall ist, heißt das, dass ich legendäre Artikel standardmäßig nicht anzeige, und deswegen ist dann auch dieses Schwert des Ragnaros eigentlich weg.
Ja, das ist natürlich Blödsinn, was ich hier mache. Man sollte eventuell das richtige, die richtige Funktion dafür nutzen. Also wir nehmen das hier raus und machen das hier. Da. Genau, hier sind wir jetzt eben nochmal beim Shop zur vergoldeten Rose und wir sehen, hier ist jetzt eben dieses Schwert nicht mehr dabei. Stattdessen bloß noch unser Mana-Kuchen und die Backstage-Tickets, die nach dem Schwert folgen. Okay, dann schauen wir uns Aufgabe 2 noch kurz an. Hier hieß es eben, dass man auf Tastendruck die Aktualisierungsfunktion für die Artikel ausgeführt wird. Und das heißt, dass wir eben nicht bloß einmal dieses aktualisiere Artikelqualität aufrufen, sondern dass wir hier eben einen wiederkehrenden Zyklus haben. Und wie macht man das Ganze natürlich? Eben mit einer Wildschleife beispielsweise. Und wir lesen eben einen Key von der Konsole ein. Moment, ich mache es erstmal kurz so. Ich rufe erstmal console.readKey auf. Und das gibt eben eine Console-Key-Info zurück. Und ich gucke hier eben, ob dieser Key gleich oder ungleich console-key.escape ist. Also mit escape breche ich sozusagen das Programm ab. Können wir auch warten. Und wir lesen hier das eben immer ein. Ich habe hier bloß dieses Objekt gleich initialisiert, damit ich hier nicht nochmal auf 0 überprüfen muss. Und wenn ich hier ReadKey mache, kriege ich eben ein neues Objekt von der Konsole. Und hier kann ich dann eben gucken, ob ob die Taste, die gedrückt wurde auf der Tastatur, eben Escape ist oder nicht. Wenn das der Fall ist, führe ich das Ganze einfach nochmal aus. Und wir landen irgendwann dann bei mit Escape eben am Ende des Programms. So, dann schauen wir uns das nochmal an. Ich werde noch eine Änderung machen, die ich eigentlich machen wollte. Wenn ich Artikel ausgebe, dann werde ich, glaube ich, na wohl, ich lasse es mal weg. Vielleicht sehen wir dann besser, wie sich die Artikel entwickeln. Wir sehen jetzt eben hier, jetzt schaut es so aus. Dann sehen wir hier eben, dass sich das langsam weiterentwickelt. Ja, hier haben wir eben 8 Tage gehabt. Und hier eben schon 7 Tage, bei den ersten Artikeln 6 Tage und so weiter. Und wenn wir eben weitergehen, dann sehen wir, dass die Qualität langsam runtergeht bei den meisten Artikeln. Also beim uralten Brie ist es schon vorbei. Wir haben hier eben die Qualität der Backstage-Tickets, die geht noch hoch, wie wir hier sehen. Das ist jetzt das einzige wirklich noch Interessante, bis auf vielleicht noch die Geschicklichkeitsweste, aber die nimmt ja nach den Standardwerten ab. So,
Und hier sehen wir eben die Geschicklichkeitsweste nimmt jetzt, wenn die Haltbarkeit vorbei ist, mit 2 direkt ab. Und die Qualität bei den Backstage-Tickets geht jetzt eben deutlich höher. Aber sie erreicht auch nie 50. Das heißt, wir haben den oberen Grenzfall eigentlich nie gehabt in diesem Programm. So, und wenn jetzt eben der letzte Tag vorbei ist, dann sind auch die Tickets nichts mehr wert. So, und dann können wir hier eben weiter updaten. Man sieht, hier passiert nichts Neues mehr in den letzten Tagen. Deswegen breche ich dann jetzt dieses Programm mit Escape ab. Dann brauchen wir auch dieses Console-Readline eigentlich nicht mehr. Ja, und was man hier eben noch machen könnte vorher ist, dass man einmal die Konsole komplett leert, damit eben hier immer bloß die aktuellen Sachen angezeigt werden, ohne dass die Konsole sozusagen scrollt. Okay, das war's zu dieser Aufgabe. Also der wichtigste Punkt war eigentlich eben, dass man erkennt, dass diese riesige aktualisierte Artikelqualität-Methode falsch war. Sie hat zwar die Artikelqualität aktualisiert, aber nicht die verbleibende Haltbarkeit. Dann war der andere Punkt eben, sowas kann man am besten mit, in diesem Fall, Vererbung lösen, wobei die Lösung, die wir jetzt angestrebt haben, auch noch nicht die allerbeste ist, die es gibt für dieses Problem. Wir werden sie aber jetzt mal so lassen, und wenn dann weitere Aufgaben zum Shop für die vergoldete Rose kommen, dann werden wir eben auch an die Grenzen dieser Lösung stoßen und uns dann überlegen, wie man das am besten nochmal lösen könnte, aber das sehen wir dann in einem weiteren Video. Wichtig ist erstmal, wir haben hier diese Artikelklasse abstrakt gemacht. Wir haben hier aktualisiere Qualität auch abstrakt gehalten. Wir haben hier die Eigenschaften für verbleibende Haltbarkeit und Qualität aufgebohrt, indem eben entsprechende Überprüfungen am Anfang gemacht werden, ob diese Zuweisung eben passt. Und dann haben wir eben verschiedene Artikel von dieser Basisklasse abgeleitet und hier eben die unterschiedliche Logik zur Aktualisierung jeweils untergebracht. Der Vorteil ist jetzt eben, wir haben es direkt in der Artikelklasse. Das heißt, wir haben hier Kapselung angewandt. Die Artikelklasse ist nicht mehr bloß ein reiner Datenspeicher, wo eben die entsprechenden Felder drin waren, mit Name, Qualität und Haltbarkeit, sondern wir haben hier tatsächlich jetzt auch eine Methode drauf, die auf diesen Daten operiert. Vorher wäre es eben eine reine Datenklasse gewesen, ohne dass wir das wirklich als Kapselung bezeichnen würden, weil Kapselung setzt sich ja zusammen aus Daten und Methoden, die aus diesen Daten auf diesen Daten operieren. Dann haben wir eben gesehen, dass diese Methoden auch im Vergleich zur vorherigen aktualisierte Qualität-Methode sehr leicht lesbar sind. Warum? Weil hier im Üblichen eigentlich bloß 3-4 Zeilen drin stehen. Also das Schlimmste war sozusagen, glaube ich, diese Tickets. Da sind ein paar Abfragen drin, aber auch das kann man noch relativ gut lesen. Wir sehen eben, dass die Haltbarkeit aktualisiert wird und dann je nach bestimmten, nach dieser Haltbarkeit wird eben irgendein bestimmter Qualitätswert festgelegt. Also auch das kann man eigentlich noch viel kürzer eben festlegen, als es hier steht. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei einem der nächsten Videos wieder. Bis bald!